Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Moin Moin zum neuen Video. Ich war vor ein paar Wochen in Witten unterwegs. Das erste Mal und ja, ich habe mir auch den Kohlensiepen angeschaut, aber nein, den lassen wir mal noch für nächstes Jahr. Mein Ziel an dem Tag war der Schießstandwurzelfahrt. Auf dem Weg dahin bin ich schon mal auf dem Moscow Mule gelandet, den ihr hier seht. Danach ging es noch auf den Gendern Downhill, den Helikopter Trail, den Moonwalk und den Flow Trail. Jetzt erstmal viel Spaß beim Video. Hier ist es teilweise so steil, das war für mich schon extrem herausfordernd. Dank der GoPro-Perspektive erkennt man natürlich nichts davon. Das hier ist meine erste Abfahrt auf dem Downhill und die hat schon richtig Spaß gemacht. Der Downhill fängt an mit einer sehr steilen und steiligen Sektion und läuft am Ende sehr schön aus. Hier freue ich mich auf jeden Fall wiederzukommen und ein bisschen Tempo zu machen.
Helikopter-Trail ist ein wirklich schöner Trail. Steine, Wurzeln, ein paar Drops und Sprünge. Einiges davon habe ich leider noch nicht gemacht. Da muss ich nochmal dran arbeiten. Rechts von mir einen schönen steilen Krater, den ich leider auch noch nicht gefahren bin. Viel nachzuholen. Der Moonwalk ist ein wirklich schöner, entspannter Trail, lässt sich sehr schön fahren. Nicht sehr anspruchsvoll, aber sehr gut für zwischendurch. Hier habe ich mir gedacht, ich skippe das Ende vom Moonwalk und gehe auf den Flow Trail. Aber der Flow Trail ist nicht wirklich ein Flow Trail. Das habe ich dann auch zu spüren bekommen. Okay, Flow Trail. Ach du Scheiße. Ich habe mich zum Glück ganz gut abfangen können und habe mir dabei nicht wirklich wehgetan. Aber was ich daraus lerne, ist, dass meine Konzentration zu dem Zeitpunkt schon sehr weit unten war, weil der Tag schon sehr lang war. Und dann reicht halt eine leicht nasse Wurzel und man liegt auf dem Boden.
Alter. Hoch. Dann liegen es am Ende des Tages nochmal auf den Schießstand Wurzelfahrt. Ein schöner Trail, der entspannt anfängt und dann zum Ende nochmal anspruchsvoller wird. Bäume. Naja, jetzt kannst du das hier schaffen. Das war's aus Witten. Wer auf schöne Singletrails und auf große Sprünge steht, der wird hier auf jeden Fall fündig. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen.
Vielen Dank fürs Schauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, den Daumen nach oben drücken und einen Kommentar schreiben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. So, lieber noch mal.